Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Demospiel. Heute spielen wir die Demo zum Automechaniker-Simulator 2021. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und natürlich, wenn euch die Demo gefällt, Link ist in der Beschreibung, könnt dort vorbeischauen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ja, und damit herzlich willkommen zum heutigen Spiel, ne? Heute wollte ich ein Auto reparieren, habe ich gehört. Okay. Ich gehe zum Telefon, ich nehme einen Auftrag an und bastel jetzt an einem Auto herum. Brumm, brumm. Okay, hier haben wir den Wagen. Ich soll die Motorhaube öffnen. Okay, wie mache ich das? Hab's demontiert. Windschutzscheiben, Wasser, Alter. Oh, der sieht ja richtig dreckig aus. Okay, hab's entfernt. Jetzt muss ich Flüssigkeit nachfüllen. Prima! Ich bin der geborene Automechaniker. Also Leute, jetzt wisst ihr, wo ihr hin könnt, wenn euer Auto kaputt ist. Ich würde sagen, das Ding ist voll. Spiel, stimmst du mir zu? Ich würde sagen, du stimmst mir zu, ne? So, da muss ich jetzt drauf drücken. Ach nee, jetzt soll ich das anheben. Jetzt muss ich das wahrscheinlich von unten reparieren. Geh zum Ölerplatz. Wo ist der denn nochmal? Ein Moment, ich will mal kurz was an den Einstellungen ändern. Ach, kann ich hier nicht. Ölerplatz, wo bist du? Zum Geier noch eins. Ah, da. Ölerplatz. Gerät bewegen. Erster Stellplatz. Damit muss ich jetzt Öl ablassen. Ich benutze das Gerät. Oh, da fließt das Öl. Wir sind reich. So, du sollst jetzt wieder zurück. Jetzt muss ich die Aufhängung. Oh, der Ölfilter muss offenbar ausgetauscht werden. So, dich nehmen wir mal raus. Das Tortenmenü öffnen. Und einen neuen Ölfilter. Habe ich jetzt einen neuen ausgesucht? Ich kann ja nur das. Montage von Teilen. Neuer Ölfilter. So, das habe ich erledigt. Jetzt muss ich das Auto absenken. Okay, ich glaube, ich habe meinen Job gut erledigt. So, jetzt muss der Motor. Den Öldeckel abnehmen. Ja, Leute, bin ich nicht der geborene Mechaniker. Jetzt kommt noch das Motoröl dazu. Ja, das schluckt die Maschine. Kann ich auch reingucken, wie viel schon drin ist? Nee. Ist da schon genügend drin? Ja. So, jetzt muss ich an die Räder. Ich muss das Rad entfernen. Ich entferne hier echt alles. So, raus mit den Schrauben. Zack, 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 zack. Ich könnte das auch mit Controller spielen, Leute, aber ich glaube, mit Maus und Tastatur ist das besser. So, jetzt muss ich wieder ins Tortmenü und ein neues Rad, glaube ich, dazu packen, oder? Nee. Wo ist die Reifenmontierstation? Da. Reifen abziehen. Dass der alte abkommt und ein neues draufpacken, ne? So, nehmen. Im Tortenmenü Reifen aufziehen. Hier drauf, neue Reifen drauf.
Ah, ist das schön. Ein richtig schön entspannender Arbeitstag. So, jetzt muss ich hier dran. Hart auswuchten. Okay, ich muss den Marker bewegen. Ah, okay, so mache ich das. Okay, ich hab meinen Job gemacht, oder? Hallo? So. Zwei nach da. So, das ist jetzt gewuchtet. Und jetzt muss ich das Rad neu montieren. Ja, macht doch gut Spaß. So, Reifen montieren. Rauf damit. Ach so, gedrückt halten. So, die Ra Schrauben wieder rein. Rein mit den ganzen Dingern. So, jetzt muss ich das andere Rad, dasselbe wahrscheinlich machen. So, einfach die Schrauben raushauen. Raus mit den Drecksdingern. Das Spiel hat übrigens standardmäßig keine Musik gerade nebenbei, deswegen habe ich wahrscheinlich eine dazu getan. So, die Koppelstange, die muss ab. Auch hier die Schrauben wieder abmachen. Hab das Ding. Oh, offenbar ist der Stoßdämpfer hier das, was ausgetauscht werden muss. Boah, an dem Auto ist ja alles kaputt. So, zum Federspanner. Das Ding bearbeiten. Jetzt wird die Feder neu gespannt. So, und die kommt jetzt wieder neu dran. Tortenmenü verbinden. Das Ding und das Ding. Find's schön, wie das alles animiert ist. Und jetzt wieder dran bauen. Bisschen eintönig, finde ich. So. Montage von Teilen. Das Ding wieder dran. Da-da-da. So, jetzt die Schrauben wieder dran. Zack, zack, zack. Ich hatte noch nie so viel Spaß in meinem Leben. So, jetzt hier wieder die Minzschrauben dran. Und den Reifen natürlich wieder dran. Das ist eigentlich auch eine Runderneuerung gebrauchen könnte, wenn ich es mir ansehe. Und ich bin nicht wirklich ein Autoexperte. Bin ich wirklich nicht. Ich habe ein Auto, damit war ich und das war es auch schon. So, Tollmenü, Auftragsinfo. Wo beende ich Auftrag? Das soll ich jetzt nämlich machen. Wähle Fahrzeuginfo. Wechsel zu Auftragsdetails. Wo ist denn Auftragsdetails? Auftrag beenden. Das war das Tutorial. So Leute, das war's auch schon mit dem Automechaniker-Simulator. Wir haben das Tutorial gespielt. Mehr reicht auch. Ich habe zu wenig Ahnung von einem Auto, um das Spiel richtig zu spielen. Ich habe es zumindest auch mal gerade eben kurz versucht und habe nichts verstanden, weil ich zu wenig Auto-Ahnung habe. Aber für euch, die Ahnung von sowas haben, macht das wahrscheinlich mega Spaß. Wenn euch das gefallen hat, lasst natürlich ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!